Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei meinem Kanal von Aviation Market. Ich führe ein Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz in Nähe des Flughafens Zürich, und mit diesem Kanal möchte ich euch die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Manchmal sind auch Raritäten mit dabei, die ich euch nicht vorenthalten möchte, oder aber es sind gewünschte Modelle von euch, die ihr in den Kommentaren hinterlegt habt. Ich habe immer sehr große Freude daran, wenn ihr auch selbst Wünsche äußert, dann sehe ich auch, was euch interessiert. Und ich nehme sehr gerne Rücksicht darauf, vorausgesetzt, ich habe das Modell hier an Lager. Ich werde, wie meistens in meinen Videos, versuchen, zumindest im ersten Teil etwas über den Hersteller zu erzählen. Ich werde mich kurz halten bei Hobbymaster, das ist ein Hobbymaster-Modell, da habe ich schon sehr viele Modelle vorgestellt davon. Im zweiten Teil werde ich auf das Modell eingehen und im dritten Teil auf das Flugzeug selbst und dessen Hintergrundgeschichte. Hobbymaster ist der größte Hersteller im Maßstab 1 zu 72 und hat eine sehr große Vielfalt. Es sind beinahe fast 100 verschiedene Modelle, die sie in der Produktion haben. Das ist eine sehr große Stückzahl im Vergleich zu den anderen Herstellern. Sie sind im vorderen oder im oberen Mittelfeld von der Qualität her. Die Modelle sind gut, wenn nicht sogar sehr gut. Sie sind sehr detailliert gemacht, die Proportionen stimmen immer. Die Flugzeuge sehen immer so aus, als wären sie frisch aus der Werft gekommen, brandneu. Und nicht gealtert, das machen andere Hersteller zum Teil so. Die altern die Flugzeuge und kommen auch mit dem Detailgrad wesentlich detaillierter daher. Aber sie kosten auch dementsprechend viel mehr und sie haben viel weniger im Sortiment. Das heißt, wenn man viele Flugzeuge sammeln möchte oder viele, sagen wir mal mehrere, in der Vitrine haben möchte, dann hat man bei Hobbymaster einfach viel, viel die größere Auswahl. Also bei Hobbymaster gibt es praktisch jedes Flugzeug unterdessen, das Rang und Namen hat, das in größeren Stückzahlen produziert worden ist, im Militärmaßstab 1 zu 72. Selbstverständlich, Prototypen wie die F-23, also YF-23 oder X-29, das gibt es nicht von Hobbymaster, macht auch keinen allzu großen Sinn. Aber alles, was Rang und Namen haben, MiG-21, F-4 Phantom, F-15 Eagle oder was sonst noch alles herumfliegt, auch russische Modelle Su-27 oder japanische Mitsubishi F-2, gibt es alles von Hobbymaster unterdessen. Also das Sortiment ist sehr groß und auch von den einzelnen Modellen dann die verschiedenen Lackierungen, da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, da kommt man auf seine Kosten. Heute habe ich euch das Modell der MiG-21 mitgebracht. Dieses Modell ist gerade neu erschienen. Das Modell, nicht die Form. Die Form von Hobbymaster, das ist die allererste. Und wenn ihr auf die Nummer schaut, die auf der Seite habt ihr einen Aufkleber, das ist eigentlich das Entscheidende, oder hier vorne ebenfalls, dann steht da drauf H0108. Und die ersten zwei Ziffern, die 01, jetzt in diesem Falle, sagt über das Modell aus, die wievielte Form, dass es ist, das hergestellt worden ist. Unterdessen sind sie bei Nummer 97, also 9701. Und bei HA01 heißt es, dass es das allererste Modell war, die 97, logisch, weil es das 97. Modell. Das ist die allererste Form, die sie hergestellt haben und die hat deshalb ihre Tücken. Das war ihr erster Versuch, wenn man so will, von Hobbymaster. Sie produzieren das Modell immer noch und die Form dieses Flugzeugs ist absolut in Ordnung. Also mir gefällt es sehr gut, es ist sehr gelungen, dafür, dass das Modell eben auch schon so alt ist. Die Kehrseite ist allerdings das Fahrwerk. Hobbymaster macht es unterdessen sehr gut mit den Fahrwerken. Sie haben meistens ein Teil, ein Gussteil, das man einsetzen kann. Entweder ist es ein Zapfen, der in eine Bohrung gesetzt wird von einem Modell, oder es ist eine Platte, eine ganz feine lange Platte, die man dann einsetzen kann. Und das hält sehr gut. Das ist auch einfacher zu machen als zum Beispiel mit Magneten. Die Magneten muss man dann einkleben auf beiden Seiten, Plus- und Minuspol. Gibt es immer wieder Tücken, dass die Magnete nicht richtig halten und das Fahrwerk wieder herausfällt. Bei anderen Herstellern ist das Problem. Und Hobbymaster macht das sehr gut. Aber hier bei der MiG-21, der erste Versuch, den sie gemacht haben, da wollten sie es wahrscheinlich besonders gut machen. Und das Fahrwerk, ich kann es nicht anders sagen, ist die Pest zum Montieren. Ich habe zu Hause auch eine MiG-21, allerdings eine ältere, und ich meinte, dass es dort noch feinere Teile hat. Ich glaube, sie haben es unterdessen ein bisschen vereinfacht, aber es ist immer noch sehr, sehr aufwendig zu montieren. Und ich zeige euch das. Das habe ich nämlich hier. Ich habe es nicht ausgepackt. Ihr seht es hier, es ist in dieser Folie drin. Und normalerweise ist das Fahrwerk eben ein einziges Modul. Das seht ihr hier, das Hauptfahrwerk. Ich versuche es ein bisschen zu separieren. Da habt ihr hier das Fahrwerk und
sieht man es, ja. Und ja, die ganze Montage, die ganze Aufhängung. Hier habt ihr das Bugfahrwerk, ist ein einziges Teil. Ja, jetzt sieht man es. Dann habt ihr hier die Sidewinder. Nein, natürlich nicht. Das ist die russische Version, sieht aber sehr ähnlich aus wie die alte Sidewinder der Amerikaner. Ist übrigens eine Kopie. Die Amerikaner hatten die Sidewinder zum ersten Mal im Vietnamkrieg eingesetzt, schon zu Beginn. Und die waren sehr unzuverlässig. Und als eine Rakete traf dann mal eine MiG-15, ich glaube, es war im Vietnamkrieg. Und die detonierte nicht. Und diese MiG-15 flog dann mit der MiG-21 seitlich im Triebwerk drin, flog sie nach Hause und die Sowjets nahmen dann diese Sidewinder mit und entwickelten ihre eigene Luft-Luftlenkwaffe daraus. Und jetzt seht ihr es. Hier unten habt ihr, ich hoffe, man sieht es. Ja, hier habt ihr zwei feine Stangen ebenfalls für das Fahrwerk. Dann habt ihr hier die Fahrwerksklappen. Seht ihr es? Ja, hier sind die Fahrwerksklappen. Die Bugfahrwerksklappen, dann habt ihr hier die Fahrwerksklappen geöffnet. Hier sind sie geschlossen. Also ja, geschlossen ist es einfach. Und hier ist die geöffnete Fahrwerksklappe, die ihr da dann montieren müsst. Das sind ganz feine Teile, die ihr alle separat einsetzen müsst. Und ihr seht es hier. Hier habt ihr die, ups, das war das Cockpit. Hier habt ihr die Bohrungen. Die Löcher, in der ihr jedes einzelne Teil einfügen müsst. Und das ist die Pest. Ich habe es zu Hause versucht, es hat bei mir nicht gehalten und es blieb mir nichts anderes übrig, als Klebstoff zu verwenden, um das Modell so festzukleben. Das Problem ist, man kann es danach nicht mehr in die Box versorgen, in den Blister. Den habe ich übrigens hier, weil hier die Aussparungen für das Fahrwerk fehlen, logischerweise. Also, die einzige Option, die ihr habt, ist entweder so wenig Klebstoff zu verwenden, dass ihr es von Hand wieder rausnehmen könnt, aber da müsst ihr wirklich sehr geschickt sein und gute Modellbauer sein. Mir ist es nicht gelungen. Die andere Option ist, ihr schneidet hier, wo die Fahrwerke dann herausschauen, Löcher in den Blister, damit die Fahrwerke hindurchkommen. Wenn ihr das macht, wenn ihr Löcher hier reinschneidet, dann verliert das Modell an Wert. Wenn ihr es nicht wieder verkaufen wollt, dann ist das egal, dann spielt es keine Rolle, dann würde ich es vermutlich auch so machen und so transportieren. Aber wenn ihr den Wert erhalten wollt von dem Modell, dann dürft ihr das nicht machen. Sowieso behaltet die Boxen immer von den Modellen. Wenn ihr mal umziehen müsst, dann ist das das bestgeschützte Ort für ein Modell hier in dieser Box. Da passiert fast gar nichts. Da haben sie die größten Überlebenschancen. Und ihr behaltet den Wert, wenn ihr die Sammlung irgendwann einmal auflösen wollt oder ein Modell verkaufen wollt, weil ihr etwas Besseres gefunden habt und zu wenig Platz habt oder was auch immer. Dann habt ihr viel größere Chancen und könnt viel mehr verlangen für ein Modell, wenn die Box da ist, also bis zu 50% mehr. Und das ist einfach so. Also die Box hat fast so viel Wert wie das Modell selbst. Natürlich stimmt das nicht, aber bei den Sammlern ist das so. Wollte ich noch betont haben. Und auch hier, ihr seht, es hat hier so Aussparungen, wo die Tragfläche eingesetzt wird. Sind jetzt so Pölsterchen hier, so weißer Stoff. Das machen sie schon länger jetzt bei Hobbymaster, damit eben nicht die Farbe abgewetzt wird. Aber es ist extrem eng. Also man bringt das Modell auch hier fast nicht heraus. Man muss wirklich ziemlich üben. Also ich nehme das Flugzeug meistens an der Nase. Das ist bei der MiG-21 aber ein Problem, weil sie hier noch ein Pitotrohr hat. Ein ganz langes, dünnes, feines, das abbrechen kann. Und dann versuche ich hier ein bisschen zu dehnen. Um das Ganze ein bisschen auseinander zu brechen, nicht brechen, zu biegen, damit die Tragfläche herausspringt. Dann bekommt man es heraus. Aber es ist wirklich ein Gefummel. Und das war ihr erster Versuch von Hobbymaster. Und das Modell ist wirklich gut geworden. Es hat mir sehr gefallen. Aber das waren noch die Kinderkrankheiten. Und man stellt deswegen nicht eine neue Form her. Das ist mir völlig klar. Aber es muss euch bewusst sein, wenn ihr dieses Modell kauft, dann habt ihr diese Schwierigkeiten. Wenn ihr das Modell sowieso fliegend aufstellen wollt auf dem Ständer, dann habt ihr diese Probleme nicht. Dann ist es okay. Dann hat sich's erledigt. Aber die meisten stellen es auf das Fahrwerk oder haben das Fahrwerk ausgefahren und stellen es auf den Ständer und das Fahrwerk ist ein Problem. Ich selbst hatte es dann, nachdem ich die MiG-21 gekauft hatte, hatte ich dann bald einen Umzug. Super, oder? Das muss so sein. Und die beste Möglichkeit, ein Modell zu transportieren, wenn es nicht in die Box geht, wenn man keine Löcher in den Blister schneiden will, ist, man nimmt eine Styroporplatte, stellt das Flugzeug auf die Styroporplatte und steckt vier Zahnstocher um das Flugzeug herum. Also vorne bei den Tragflächen zum Beispiel und hinter den Tragflächen. Und dann ist es fixiert.
Es liegt dann frei auf der Styroporplatte, kann nicht viel passieren, aber es kann sich nicht bewegen und es stößt auch nirgendwo anders an und geht so nicht kaputt. Das ist, ich finde, die beste Variante, die es gibt. Vor allem, wenn man auch selbstgebaute Modelle hat, die sowieso keine Box haben, die aus Kunststoff sind und noch empfindlicher sind als diese Metallmodelle, dann könnt ihr den Transport so machen, indem ihr das mit Styropor und den Zahnstochern so transportiert. Da sind sie am besten geschützt. Das könnt ihr auch hinten im Kofferraum legen bei einem Auto, eine Vollbremsung. Da passiert nichts. Außer die ganze Platte kehrt ist, dann ist es dann schlimmer. Aber man fährt ja dementsprechend vorsichtig, wenn man eine solche Fracht im Kofferraum hat. Ja, das war das zu den Fahrwerken, zu den Teilen. Ich möchte noch ganz kurz das Modell mit euch ausmessen. Die MiG 21 ist ein kleineres Flugzeug, ist ein Jagdflugzeug primär. Wurde aber auch für Erdkampfmissionen eingesetzt, komme ich aber dann bei der Hintergrundgeschichte noch dazu. Jetzt wollen wir es zuerst einmal ausmessen. Also die Länge dieses Flugzeugs ist 21 cm knapp, also 20,5 cm in der Länge. In der Höhe, wenn es dann ein Fahrwerk hätte, müsste es etwa so sein, würde ich sagen. Ich montiere es ganz bestimmt nicht, sind 7 cm auf dem Ständer, wären es dann wahrscheinlich etwa 11 cm in der Höhe. Die Spannweite ist relativ gering, mit 10,5 cm. Ist ein sehr kleines, kompaktes Flugzeug, aber sehr leistungsfähig gewesen für die damalige Zeit. Ich versuche jetzt ganz kurz noch meine Cockpithaube zu finden, die ich zuvor verloren habe. Hier ist sie. So. Ach, schau an, die hat einen Schaden. Also nicht einen Schaden in diesem Sinne, aber das habe ich jetzt bei Hobbymaster noch fast nie gesehen, aber das kann ich euch gerade zeigen. Ich hoffe, man sieht es hier auf der Seite, die Cockpithaube. Seht ihr es? Die hat irgendwie einen Farbfleck hier, da ist Farbe untergelaufen. Das habe ich so noch nie gesehen, das muss ich zurücksenden. Ja, da hat es einen Farbfleck und das ist jetzt bedauerlich. Das habe ich bei Hobbymaster so noch nie gesehen, bei anderen Herstellern schon. Ihr seht, Hobbymaster ist nicht gefeit von fehlerfreien Modellen. Und ja, wenn das so ist, dann muss man es zurückschicken, das ist so. Es gibt allerdings die Option bei diesem Modell, dass man das Cockpit auch offen darstellen kann. Dann sind es zwei Module, hier die Front, die Cockpitscheibe Front und dann das Cockpit seitwärts geöffnet. Und wenn man es so darstellen will und einem das Teil nicht braucht, dann kann man das Modell auch so verwenden. Aber ich werde schauen, dass ich Ersatz bekomme. Ja, also. Hält nicht, hä? Oder? Was ist denn da kaputt? Doch jetzt. So, also. Das ist die MiG 21. Ihr habt hier vorne die Antennen, die sind sehr detailliert dargestellt. Typisch für die MiG 21 ist das der Konus. Da ist ein Radar drin, ein kleines, nicht sehr leistungsfähig. Und die Lackierung dieses Modells ist noch speziell. Das ist eine MiG 21 aus NVA-Beständen, also von der DDR noch, die Bundesrepublik übernommen hatte, die deutsche Luftwaffe danach. Hat dieses Modell übernommen. Ich glaube, sie flogen sie nur ein paar Monate. Also nur ganz kurz. Das einzige Flugzeug, das die Deutschen lange behalten haben, das war die MiG 29. Und die MiG 21, die wurde dann relativ schnell ausgemustert. Und dieses Modell bekam dann diese Sonderlackierung und ich finde sie echt cool. Das Flugzeug sieht sehr heiß aus. Das Weiß ist sowieso elegant. Das steht den meisten Flugzeugen, wie ich meine. Bei den Airlinern sind alle weiß. Dort ist es einfach ein bisschen langweilig geworden, aber auch die sehen eigentlich schön aus. Und dieser goldrote Streifen an der Tragflächenvorderkante hier und auch am Höhenruder, das finde ich, ist sehr gelungen und sehr speziell. Auch das schwarze Cockpit, das Seitenruder, wo noch schwarz-goldig lackiert ist, gefällt mir. Also es ist ein gelungenes Modell. Aber ihr seht, es hat sehr viele Antennen, es ist sehr filigran. Ihr habt hier ein Pitotrohr. Ja, jetzt sieht man es, Pitotrohr. Dann habt ihr hier die lange, typische Pitotrohr von der MiG 21. Es ist keine Luftbetankungsstutze. Es ist für Sensoren, für Instrumente. Und hier oben auf dem Cockpit habt ihr einen Rückspiegel, weil ihr seht, das Cockpit ist sehr in den Rumpf integriert. Das heißt, man hat eine sehr schlechte Sicht nach hinten. Und dieser Rückspiegel, der soll Abhilfe schaffen, das ist typisch russisch, das gibt es auch bei anderen Flugzeugen. Die MiG 29, der Doppelsitzer, hat ein Periskop nach vorne, damit der hinten sitzt, nach vorne sieht. Der Fluglehrer ist das normalerweise.
Und bei der MiG 31 hat man das zum Beispiel auch, das Periskop. Das ist noch witzig, das ist typisch russisch. Ihr habt hier noch eine sehr feine, hohe Antenne und hier hinten auch noch drei. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Da müsste ich selbst nachschauen. Aber das ist da. Hier vorne habt ihr übrigens auch noch drei Antennen. Es könnte sogar die Freund-Feind-Erkennung sein unter Umständen. Aber ich weiß es nicht. Das ist eine reine Vermutung von mir. Dann, wenn ihr das Flugzeug von unten anschaut, ist es typisch hellblau, das die NVA damals hatte bei MiG 21. Das haben sie hier so belassen. Allerdings hat es hier einen sehr süßen Haifischmund mit sehr bösen Zähnen. Sieht echt cool aus, gefällt mir sehr gut. Und ihr habt hier hinten am Höhenruder habt ihr noch diese kleinen Spitzen. Das sind keine Antennen im eigentlichen Sinn, sondern Gegengewichte. Weil das Höhenruder so stark gepfeilt war, wäre es, wenn man keinen Hydraulikdruck darauf hat, ich nehme an, es war Hydraulik mit der Steuerung, ich weiß es nicht, wie das Höhenruder angesteuert worden ist, aber ich nehme an, es war hydraulisch, dann wäre es nach hinten unten gefallen, weil es zu weit nach hinten ging, der Schwerpunkt zu weit hinten ist. Und hier, das ist ein Gewicht, das Sie vorne haben, ein Gegengewicht, damit das Höhenruder in der Waagerechte blieb. Das ist noch ein kleiner Kniff gewesen. Funktioniert sehr gut, das Flugzeug hat das Höhenruder so stabil, ohne dass irgendwie Druck ausgeübt werden muss. Der Nachteil ist, man hat zusätzliches Gewicht und das will man eigentlich nie bei einem Flugzeug Gewicht dranhängen. Allerdings hat das auch, die Amerikaner haben das gemacht, bei der DC-10 zum Beispiel. Die hatten im Höhenruder, hatten sie Uran abgereichert, das Material darin. Das ist das einzige Stück, das nie den Airlines gehört hatte, sondern immer dem amerikanischen Staat. Also wenn ein Flugzeug abgestürzt wäre oder verloren gegangen wäre, dieses uranabgereichte Material musste geborgen werden, immer. Und das war hinten im Höhenruder, das war noch speziell bei der DC-10. Ich weiß nicht, welche Flugzeuge es sonst noch hatten, aber die Höhenruder, die waren waagerecht, wenn das Flugzeug einfach herumstand und keinen Hydraulikdruck hat. Im Gegensatz zum Beispiel zur A330, wenn ihr den Airbus anschaut, wenn die keinen Hydraulikdruck haben, müsst ihr euch einmal achten auf dem Flughafen, dann seht ihr, dass die Klappen immer nach unten fallen. Die gehen erst in die waagerecht, wenn Hydraulikdruck darauf gegeben wird. Ja, ich schweife schon ab zur Hintergrundgeschichte von diversen Flugzeugen, die gar nichts mit dem MiG 21 zu tun haben. Ich entschuldige mich dafür. Gehe jetzt auf die Hintergrundgeschichte ein, denn ich glaube, ich habe euch alles erzählt von dem Modell, was ich erzählen wollte. Das Fahrwerk, die Antennen, der Detailgrad. Ja. Also, um es abschließend noch einmal zu sagen, das Modell selbst finde ich sehr gelungen. Wem die MiG 21 gefällt, wer es in Sammlung haben will, kommt um Hobbymaster nicht herum, weil sie sind die einzigen, die diese Form haben. Ihr müsst es einfach bedenken, es war die allererste Form, die sie gebaut haben. Und ja, das Fahrwerk ist wirklich, könnte besser sein, sagen wir es einmal so. Die Hintergrundgeschichte, die beginnt sogar bei diesem Flugzeug schon im Zweiten Weltkrieg. Das ist noch speziell. Das Flugzeug hier, die MiG 21, die war eigentlich in den 60er Jahren vor allem im Einsatz und in den 70ern, zum Teil auch noch in den 80ern, und dort wurde sie langsam ausgemustert durch neuere Versionen. Und die MiG 21 war die letzte MiG, die einen Konus vorne in der Nase hatte und den Lufteinlass hier vorne hatte. Das ist noch speziell. Mit diesem Konus konnte die MiG 21 den Luftdurchsatz regeln. Also wenn das Triebwerk viel Sauerstoff brauchte, dann konnte der Konus nach hinten gefahren werden, dann war der Durchmesser der Öffnung größer und dann kam mehr Luft herein, und wenn der Konus nach vorne ging, dann wurde der Durchmesser, der Querschnitt des Spaltes, dort wo die Luft durchfließen konnte, wurde reduziert, so, und dann bekam das Triebwerk weniger Sauerstoff. Das wurde so geregelt. Die Amerikaner hatten das, soweit ich weiß, bei keinem Flugzeug, es kommt mir zumindest keines in den Sinn. Die F-86 Sabre hatte ebenfalls einen Lufteinlass vorne in der Nase, aber der hatte keinen Konus. Je schneller das Flugzeug flog, desto mehr Luft wurde in das Triebwerk gedrückt. Das war noch eine simple Konstruktion. Die Vorgängerversion der MiG 21, das waren die MiG 19, 17 und 15, also es sind immer ungerade Zahlen bei den russischen MiGs. Es gibt keine geraden MiGs, es gibt gerade SUs, aber keine geraden MiGs. MiGs sind immer ungerade. Die berühmte MiG 28 aus Top Gun, das ist eine F-5 Tiger, um das noch kurz zu erwähnen, und ist ein westliches Flugzeug. Die MiG 28 gibt es nicht de facto. Die MiG 15, das war die erste MiG, die in Serie produziert wurde. Die erste MiG mit Jet-Triebwerk war die MiG 9, aber die kam nie in den Einsatz. Das war der erste Versuch der Russen, ein jetgetriebenes Flugzeug zu bauen. Und das Ganze wurde von deutschen Ingenieuren
konstruiert, das Triebwerk zumindest, nicht alles, aber das Triebwerk, das wurde von den deutschen Ingenieuren. Die Deutschen hatten im Zweiten Weltkrieg es fertiggebracht, die ersten Kampfjets zu bauen. Sie waren wirklich die allerersten, also die Me-262 zum Beispiel, das war der berühmteste von ihnen, ein wunderschönes Flugzeug. Dafür, dass es der erste Versuch war von einem Kampfjet, finde ich, ist ein sehr gelungener Design gewesen, ein sehr elegantes Flugzeug, sehr leistungsfähig und eine echte Gefahr für amerikanische Bomber. Das Problem bei der Me-262 war, dass das Triebwerk sehr schnell verschlissen war. Also nach wenigen Stunden musste man es auswechseln, das ist dementsprechend teuer. Und sie hatten einfach viel zu wenig zur Verfügung und auch zu wenig Piloten, die das Flugzeug bedienen konnten. Als dann die Sowjets vormarschierten, Entschuldigung, als dann die Sowjets vormarschierten und immer mehr Kriegsgefangen machten, erwischten sie natürlich auch die Ingenieure, die diese Flugzeuge entwickelten und Triebwerke entwickelten. Und zwei dieser Ingenieure wurden dann in die Sowjetunion deportiert. Und sie sollten dann für die sowjetische Luftwaffe neue Triebwerke entwickeln. Und die MiG-9 war das erste Flugzeug und die MiG-15 das erste, das so in den Einsatz kam. Im Koreakrieg war das dann der Fall und auch in sehr, sehr großen Stückzahlen produziert worden ist. Der Design der MiG-15 ähnelt relativ stark der Horten, nein, nicht Horten, das war die Focke Wulf, war der Hersteller. Ta-183 war die Nummer, glaube ich. Das Flugzeug wurde nie gebaut, das hat das Reißbrett nie verlassen, aber man sieht die Idee des Designs und das, was die Russen respektive die deutschen Ingenieure dann aus gemacht haben. Also die Idee ursprünglich mit diesem Lufteinlass vorne in der Nase, das waren deutsche Ingenieure, die das so konzipiert hatten. Der Design selbst war natürlich von MiG. Danach, was sie gebaut hatten, von dort kommt der Design der MiG-15. Die MiG-17 war dann eine leistungsstärkere Version der MiG-15. Die MiG-19 war das erste Flugzeug, das die Russen hatten, das zwei Triebwerke, also Kampfjet, das zwei Triebwerke hatte und die Schallmauer durchbrechen konnte. Allerdings nur im Sinkflug. Aber das Flugzeug war überschallfähig, es überlebte den Durchbruch durch die Schallmauer und war auch eine Revolution, eine kleine. Und dann kam der MiG-21. Die MiG-21 hatte wieder nur ein Triebwerk, wie ihr hier seht. Und konnte doppelte Überschallgeschwindigkeit fliegen und das nicht nur im Sturzflug. Also es war ein sehr leistungsfähiges Flugzeug, was die Geschwindigkeit anbelangte. Wenn ihr das Flugzeug jetzt aber anschaut, dann seht ihr, im Prinzip ist es eine Röhre mit einem großen Triebwerk darin. Ihr habt hier sehr kleine Tragflächen, ein Delta-Design, aber mit Höhenruder. Das ist noch speziell. Die meisten Delta-Flugzeuge haben kein Höhenruder. Da geht das Delta bis nach hinten, also die Mirage zum Beispiel oder die Delta Dagger. Hier war es ein Delta-Design, damit kann man sehr schnell fliegen. Und im Delta-Flügel kann man eigentlich auch relativ viel Kerosin mitnehmen, aber bei der MiG-21 ist die Tragfläche so dünn, dass nicht wirklich viel Kerosin darin Platz hat. Und deshalb hat man dann bei späteren Versionen den Rücken erhöht, damit wenigstens hinter dem Cockpit noch Kerosin mitgeführt werden konnte. Aber im Rumpf war das nicht möglich, weil hier die Luft durchging für das Triebwerk. Das heißt, die Reichweite dieses Flugzeugs war sehr beschränkt. Aber als Abfangjäger war er durchaus zu gebrauchen. Und ich mache ein wenig den Vergleich, nicht vom Design her, vom optischen her, aber vom Einsatzzweck her war durchaus zu vergleichen mit der F-104, dem Starfighter der Amerikaner. Der hatte sehr kleine Tragflächen, war auch eine fliegende Rakete fast. Sieht ein bisschen aus wie eine Lenkwaffe, wenn man es von unten anschaut. Mit den kleinen Tragflächen und dem kleinen Höhenruder. Und hat ebenfalls die Aufgabe, hochfliegende Flugzeuge abzufangen in sehr kurzer Zeit. Von der MiG-21 wurden ebenfalls sehr viele Flugzeuge produziert. Und sie kamen dann im Vietnamkrieg zum Einsatz, zum ersten Mal in großen Stückzahlen und nein, nicht in großen, in größeren Stückzahlen und lehrten vor allem die F-105 Thunder Chief, das war der Jagdbomber der Amerikaner, das fürchten. Sie hatten etliche Luftsiege zu verzeichnen gegenüber den Amerikanern. Bis dann die Amerikaner eine Mission starten, indem sie F-4 Phantom nach Vietnam schicken, nach Nordvietnam schicken und diese aber unter dem Codenamen der F-105 Thunder Chief fliegen ließen. Also sie benutzten die Codewörter der Thunder Chief und damit meinten die Vietnamesen, dass wieder eine Gruppe Thunder Chiefs im Angriff wäre, im Anflug wäre und starten ihre Flugzeuge. Und dann waren es aber Phantom und sie hatten an diesem Tag, glaube ich, in 5 Luftsiege oder 6 Luftsiege und das war dann das Ende der nordvietnamesischen Luftwaffe. Danach gab es eigentlich keine nennenswerte Operation mehr von ihnen. Aber was immer noch sehr gefährlich war für die Amerikaner, das waren natürlich die Flugabwehrraketen, die sie überall im Land hatten. Oder zumindest bei den Hauptstädten, bei strategisch wichtigen Zielen hatten sie SA-2s.
Und die war natürlich auch sehr gefährlich. Aber die MiG 21 hatte dort ihren ersten Auftritt, soweit ich zumindest weiß. Ich wüsste nicht, wo sonst noch. Sie flogen auch im Krieg mit den Israeli, der Sechstagekrieg, soweit ich weiß. Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Sechstagekrieg war oder einer der anderen Konflikte, den sie dort hatten. Aber gegen Ägypten hatten die Israeli etliche Luftsiege gemacht, indem sie mit ihren Mirage 3 die MiG 21 bekämpften und erfolgreich auch bekämpft haben. Die MiG 21 wurde in sehr großen Stückzahlen produziert. Also wir sprechen hier von einer fünfstelligen Zahl. Das ist extrem viel. War extrem weit verbreitet in den Ostblockstaaten und ja, für die damalige Zeit ein durchaus zu fürchtendes Flugzeug und war ernst zu nehmen, vor allem auch in größeren Stückzahlen, wenn sie dann aufgetaucht ist. MiG produzierte dann weitere Flugzeuge, aber keine mehr mit diesem Lufteinlass vorne. Danach ging man davon ab und konstruierte Flugzeuge. Meistens waren es Zweistrahler. Stimmt das, was ich sage? Nein, stimmt nicht. Die MiG 23. Die nächste, die dann kam, war ein einstrahliges Flugzeug, hatte aber die Lufteinläufe auf der Seite und war der erste Schwenkflügel, den MiG produzierte. Danach kam die MiG 25, da habe ich bereits ein Video davon gemacht. Nein, habe ich nicht, von der MiG 31, Entschuldigung. Dann kam die MiG 25, das war der Vorgänger, die MiG 31. Die MiG 27 war eine Weiterentwicklung der MiG 23, das war der Erdkämpfer, die MiG 23 war der Luftüberlegenheitsjäger. Und die MiG 29, das ist wohl die berühmteste MiG, die es überhaupt gibt. Da werde ich wahrscheinlich auch noch mal das ein oder andere Video machen. Das ist das Kampfflugzeug, das extrem wendig war und für den Luftnahkampf konzipiert wurde und auch für den Erdkampf. Übrigens, die MiG 21 konnte auch Erdkampfmissionen ausführen, aber sehr limitiert. Also die Bewaffnung, das waren entweder vier kleine Bomben, 250 Kilogramm. Oder dann umgelenkte Raketen, das war es dann aber auch schon bald. Also es ist nicht wirklich der typische Erdkämpfer, er war auch zu schnell dafür. Also, und zu wenig Waffenlast konnte mitnehmen, die Reichweite war auch sehr reduziert. Und die MiG 29 konnte wesentlich mehr mitnehmen, aber primär war es doch eher für den Luftkampf gedacht, weil das Flugzeug extrem wendig war. Und das Problem bei der MiG 29 war auch die Reichweite. Für die damalige Zeit der 70er Jahre hatte es eine relativ kleine Reichweite. Das größere Modell von Sukhoi, die 27, die hatte viel, viel größere Reichweite. Die MiG 29 konnte 3 Tonnen Kerosin mitführen. Es gab noch weitere Versionen mit mehr Spritvolumen. Und die Su 27 konnte 5 Tonnen Kerosin laden, oder kann es immer noch. 5 Tonnen Kerosin und kann bis zu 6 Stunden Missionen fliegen. Also das sind dann andere Zahlen. Und nach der 29 kam die 31. Es gab dann noch die MiG 35, das war eine Weiterentwicklung der MiG 29 mit neuen Triebwerken, neuen Avionik, aber äußerlich sieht sie sehr ähnlich aus wie die MiG 29. Und das war dann das Ende der MiG-Werke. Jetzt produziert nur noch Sukhoi-Kampfflugzeuge, von den MiG gibt es leider nichts mehr jetzt. Ja, ich bin relativ weit abgeschweift von der MiG 21 als Thema, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich erwähnt. Eben in den Ostblockstaaten flog das Flugzeug viel, unter anderem auch in Ostdeutschland. Und als Deutschland sich vereinigte 1991, bekam dann eben der Westen auch MiG 21. Viele oder einige der MiG 21 der Deutschen, die wurden danach in den Jugoslawien-Konflikt exportiert. Ich glaube, es war Kroatien, die diese, ja, es war Kroatien, die ein paar MiG 21 von Deutschland erhielten und damit auch sich selbst verteidigen konnten gegen die serbische Offensive damals. Das wurde natürlich nicht groß publiziert, das ist verständlich, aber das waren wirklich deutsche MiG 21 mit deutschen Gebrauchsanweisungen und deutschen Kommentaren darauf auf den Flugzeugen, die Kroaten flogen. Das war noch speziell. Das war so ziemlich der letzte Einsatz, soweit ich zumindest weiß, dass das Flugzeug hatte. Ist unterdessen sehr alt, eben 60er Jahre. Das Flugzeug, der Design ist unterdessen 50 Jahre alt, 60 Jahre alt sogar. Und ja, unterdessen hat man neuere Flugzeuge. Und auch die Länder, die das Flugzeug immer noch im Inventar haben, ein 60 Jahre altes Flugzeug zu unterhalten und zu warten, ist extrem kostspielig und macht deshalb fast keinen Sinn. Ja, also, das war es von meiner Seite. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tragt Sorge zueinander und wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Ich freue mich sehr darauf. Auf Wiedersehen.